Herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 mit mir im Taverno. Wir waren ja da schon fleissig in letzter Zeit hier in Kyrat. Wir haben einiges erreicht. Ich habe noch ein bisschen offscreen, wie gesagt, schon aufgeräumt. Alle Aussenposten befreit, alle Glockentürme mitgenommen, aber das haben wir ja schon gesehen. Und jetzt stehen wir eigentlich hier vor einem ziemlich so, ich glaube langsam aber sicher vor dem Ende von dieser ganzen Sache. Also wenn man hier jetzt schaut, wo ist da die Übersicht? Haben wir keine Übersicht. Doch, da. Wir haben 27 Kampagnenmissionen abgeschlossen. 32 gibt's. Ich kümmere mich jetzt hauptsächlich im Let's Play noch um die 5 Missionen. Ob es vielleicht zwischendurch noch für ein Scope lenkt, glaube ich zwar eher nicht. Da ich eigentlich heute vorhatte, die 5 Missionen in einer riesen Session durchzuspielen und dann das zusammenzuschneiden. Zu ein paar netten Folgen Let's Play und die dann noch veröffentlichen. Da ja eben, wie gesagt, in einer anderen Folge schon. Entschuldigung, ich habe mich gerade verheddert. Wie in einer anderen Folge schon gesagt, fehlt eigentlich einfach Zuschauerzahlen. Also ich mache es zum Spass, aber wenn man dann natürlich denkt, dass man am Anfang so in der Regel zwischen 11 bis 20 Zuschauer mal gehabt hat, wo Far Cry auch noch aktuell war bei vielen, ist es jetzt halt einfach eher so, als das Interesse ein bisschen verloren gegangen ist bei den Leuten. Dunkt es mich. Und es hat ja einfach auch viele andere gute Spiele um. Bei mir auf dem Kanal hat es momentan auch neue Projekte mit H1Z1, Dying Light zum Beispiel. Dying Light, wo eigentlich jetzt quasi die Stelle von Far Cry 4 eingenommen hat. Mit dem täglichen Upload. Far Cry 4 bringe ich ja jetzt nur noch jeden zweiten Tag. Aber ja, es sind alles recht lustige Spiele. Sehr spannende Spiele auch. Wie auch das Far Cry da, das ist wirklich recht witzig. Bis auf die blöden Scharfschütze dort unten. Die überrollen wir jetzt mit unserem Auto, oder? Nein. Schade. Ah, schon lange geschossen. Gut. Gehen wir zu Damita. Die wird ja. Ich weiß nicht, was sie jetzt gerade wieder hat. Ich glaube, sie ist ja jetzt die Anführerin. Ich muss sicher für den Moment. Jetzt gucken wir da rein. Wo ist sie denn da, die gute Dame? Ah, da hinten. Hallo! Alles gut, ich verspreche dir. Sabal ist fort. Du bist sicher. Keine Tarun Matara mehr. Bring sie zum Camp. Wir wissen nicht, wo Sabal ist und ich traue ihm nicht. Oh oh. Was ist denn mit Sabal? Nicht jetzt. Wir haben andere Sorgen. Pagan will Utkarsh mit seiner Artillerie angreifen. Dazu darf es nicht kommen. Zerstöre die Kanonen, bevor sie Utkarsh von der Karte radieren. Okay. Zerstöre die Artillerie, das ist genau unser Ding, glaube ich. Ja, in welche Himmelsrichtung? Da ist ein Gyrocopter. Hallo. Das Lieblingsfluggerät vom Taverno, definitiv. Den habe ich wirklich sehr gern. Spassige Sache da. Tunkt es mir nur, oder ist etwas anderes? Es ist etwas anderes. Mein viereckiger Schatten ist weg, den ich immer unter mir hatte. Ich habe nämlich gar keinen Schatten jetzt mehr. Lustig. Da ist ja ein Patch rausgekommen vor ein paar Tagen mal noch. Ich weiss nicht, ob es das war. Weil ein Grafikkartentreiber ist kennengekommen für meine AMD Radeon? Gar nicht. Ah, da hat es noch Bösewichter. So, fräse meine Granate. Der will einfach nicht sterben. Die Waffe ist eben auch nicht so geil.
So, sind wir gerade auf dem Abend gelandet, wenigstens. Perfekt. Gehen wir das Geld doch gerade noch holen, das wir hier bekommen haben. Schliesslich können wir uns dann noch für die ein oder andere Mission eventuell dann noch ein neues Waffel zutun. Ja, ich habe schnell Zeit, müsstest mir aber einfach Geld geben, bitte. Was macht jetzt der? Was ist jetzt mit dem wieder? Ja. Hallo? Verarscht er mich? Der verarscht mich! Wo geht's? Ey! Tussi, ich muss nicht davon laufen, wenn ich zu dir komme. Und wir zuerst zu dir rennen wegen. Diese Spiele haben wir nicht gerne. Das nächste Mal Scheiße. Also, wir haben noch 800 Meter, und wir müssten hinter uns bringen. Was war jetzt das gewesen, bitte sehr? Bin ich jetzt denen gerade durch ein Käpsle durchgeflogen, wo sie da so von voller Freude. Brr. Scheiße. Scheiße, das ist jetzt nicht witzig. Das ist jetzt gar nicht witzig. Ich will meinen Gyrocopter nicht mehr. Moment. Das sind jetzt aber Schlawiners. Gibt's ja gar nicht. Ich kann doch noch mal starten. Das finde ich jetzt also wirklich nicht nett. Und das Fahrzeug hat es ja jede Menge da oben, das ist ja so. So einen brauchen wir, glaube ich, noch. Oh, Nashörn. Oh nein, Jax. Tschigi, Schnetzel. Njam. Ja, ist das natürlich wieder voll mega cool. Wir setzen die Tour und sind da und. Das wäre eigentlich jetzt genau das Ding für den Gyrocopter. Ja, ich bleib dort, wo du bist. Das Fahrzeug? Keine Summe können wir übernehmen. Also können schon, aber. Gott, das geht jetzt aber nicht! An einem blöderen Ort kann man wirklich nicht mehr einsteigen. Da von Janine nur. Ja, da gehen wir halt hier. Der Fußweg. Das erinnert mich wie an einen Weg auf einen Berg hier bei mir in der Region. Der ist auch so mit so Treppen. Sehr ähnlich. Nur nicht gerade mit dem Panorama ringsum. Nein, es ist dann mehr. Man sieht eher auf die Stadt runter. Auf Städtli. Entschuldigung. Da nicht übertrieben. Ja, und jetzt bin ich da wieder voll in der Sackgasse. Danke. Es sind ja noch 300 Meter, wo wir hier durch den Busch rennen. Das ist. Jetzt bin ich voll verschrocken. Definitiv. Dummes Viech. Leck, bin ich jetzt verschrocken, wo das Jack auf mich zurennt, so von der Seite. Ist ja ganz verreckt. Jack, bleib wo du bist. Was ist? Kabal! Du musst die Stadt evakuieren! Ich evakuiere niemanden, nur weil du es sagst. Doch, Sabal, mach's. Los auf Tamita, sie ist die Herrscherin. Ich will dort rauf. Sieht das nach Weg auf? Aus. Da sieht es nach Weg aus. So, hey Jay, ich klettere, komm. Hopp. Wow. Oh, wir sind da. Habt ihr gehört? Verbal, hol die Männer da raus! Ich werde bestimmt nicht aufgeben! Da werden wir. Schnell einen kleinen Überblick. Wir nehmen uns in die Zange! Gib den Kanal frei! So ist einer, den müssen wir gerade erledigen. So, lieber Alarm machen, da sind sie auf mich fixiert.
Mir ist das Geschütz gesichert. Wie soll ich es zerstören? Kümmer dich um die Soldaten. Hilfe ist unterwegs. Also, wir müssen uns um die Soldaten kümmern, den Rest. Kommt der goldene Pfarrer erledigen, oder wie ist das? Da läuft noch so ein Frosch rum. Ich bin noch ein bisschen eingefroren heute Morgen, ist ja kalt. Wintermorgen da. Wo ist das zweite Geschütz? Hat sicher mehr als eins. Haben wir doch schon. Alle Feinde fast töten von der Stadt. Da noch die Munition zusammenlesen. Ein bisschen Scharfschützenmunition wäre sicher keine leide Sache. Gut, wir haben noch 20 Schuss. Und ein bisschen Nachschub bekommen ist auch immer gut. Oh, den habe ich gar nicht gesehen dort oben. Irgendwo muss mich da jetzt gerade einen. Ah, der dort. Wo ist das zweite Geschütz? Wir müssen die Jungs retten. Da hinten ballert es. Wo ist der Kommandant von diesem blöden Geschütz? Scheiße. Oh, Scheiße, der Scharfschütze hat mich im Visier. Schnell heilen. Bitte. Spritze rein. Wo ist er? Tja. Ich kann eigentlich unbedingt wählen, hier zu dem Geschütz rauf. Damit die nicht mehr weiter können. Du bist gleich nur noch ein weiterer toter Bastard. Rumballern. Ah. Da gibt's noch eins. Dort. So. Das Lieblingsgewehr da. Noch ein direkter Treffer! Alle in Deckung! Artillerie! Bringt die Kinder in Sicherheit! Wo ist noch einer? Nein, so weg sind die Keib. Nachladen das Zeug. Hat es vier Geschütze? In der Regel hat es immer vier Geschütze. Also bei mir, ich war bei der Panzerminenwerfer im Militär. Wir haben immer vier oder sechs Geschütze in einer Gruppe. In einem Zug, meine ich. Entschuldigung. Also, wo ist das vierte Geschütz? Wo ist das vierte Geschütz? Keis. Schlechter Zug da. Gut. Und jetzt töte alle Feinde in der Stadt. Ja, wo hat's denn noch Bösewichte? Hallo, ich bin da. Die haben kein Interesse. Hoppla. Ich höre sie schnaufen, aber ich sehe sie nicht. Ah, da läuft einer. So, einer weniger. Wo haben wir da noch böse Wichte? Immer noch da unten. Ah, die da vorne, die müssen wir noch einen. Oh. Das war das letzte. Wo bleibt die Hilfe? Wir sind gleich bei deiner Position. AJ, wir werden von Soldaten verfolgt. AJ, beschütze die Pioniere, die zu dir kommen. Sie zerstören Geschütze. Wo sind sie? Sind das Pioniere da? Da war das sie. Soldaten,
So, nachladen bitte. Das ist ein schöner Raum gesehen vor. Hast du noch etwas? Sind wir schon fertig? Mal pro Forma einfach einen hindern. So, der nächste weg. Mehr, bringt mehr. Jetzt gibt es ein grosses Kabums da auf der linken Seite. Das erste Artilleriegeschütz fliegt in die Luft. Auch mehr. Ein Heli! Ich kann nicht dazu schiessen, schöner Scheiß. Was habe ich da? Nein, ich bereiche ihn nicht. So, gehen wir sie beschützen. Sturmgewehr in die Finger. Wo sind sie, gute Männer? Ja, machen wir. Das ist auch einfacher. Hätten wir gerade die Waffen so machen können. Bist du nicht tot? Hey! Das gibt's ja gar nicht. Das war wieder ein Fehler. Ich meinte, sie geben tot. So, Sprengstoff haben wir. Da haben wir nicht wollen eigentlich. Dann springen wir mehr halt die anderen Zweigschütze. Das ist fast vernünftiger. Ja, ja. Hallo? Da. Wow! Dann, so. Oh, was? Hallo, und wo hang ich fest? Hä? Ich kann da nicht rauf. Die Stege hat da irgendeinen Bug. Ich hab. Wieso ist der nicht gestorben? Ich hab ihm doch eine Granate angeklebt. Der stirbt einfach nicht, der Sack. So. Ich wollte eigentlich spektakulärer wählen. Handgranaten nachleben und so Spass. So, da oben noch ein Sprengstoff hin. Vielleicht noch das Gewehr gerade nachladen. Voilà. Ah, jetzt kommt aber eine ganze Armee. So, Chaos. Tschüss. Böses Mietzekätzli. Hat aber nicht gedacht, ehrlich gesagt, als ich das Fleisch gerührt habe, dass dann auch wirklich da noch so irgendein Viech kommt. Und die drei sind halt einfach blöd gelaufen. Das war Pech gewesen für die Jungs. Schlechter Tag verwünscht. Was ist schon unsere Aufgabe? Haben wir noch eine Aufgabe? Nein. Nein. Ich glaub nicht. Wo ist das Pflänzchen? Da.
Pflänzli. Und jetzt, was wollen sie noch von uns? Wir haben doch alles eliminiert. War's das? Hm. Ich bin nicht sehr aufschlussreich gerade. Sehr suspekt. Auf jeden Fall, du hast ein Fahrzeug, aber das heisst dann, wir sollen entkommen oder irgendetwas. Das heisst dann, wir sollen irgendetwas anderes machen. Das heisst gar nichts. Oh, was habe ich? Habe ich jetzt wieder. Das heisst doch gar nichts mehr, ich habe ja gar keinen Auftrag mehr. Ist das ein Bug? Sind wir jetzt da gerade in einem Bug hängen geblieben? Hallo, was muss ich noch machen? Ich habe gerade keine Ahnung. Was ist das Problem? Doch, dann machen wir doch gerade noch den Deckungs-Takedown. Und so lernen wir noch den Fahrzeug-Takedown. Da hätten wir mal gebraucht in einer anderen Mission. Und den Ketten-Takedown. Und den Handgranaten-Takedown. Das ist ein Wahnsinn, hä? Und was haben wir hier noch? Die Jägersmann. Hast du schon lange keinen Pfeilbogen mit der Hand gehabt? Und Atemkontrolle. Da könnt ihr unter Wasser noch länger die Luft anhalten. Sensationell. Da haben wir ja eigentlich alles bis auf die hier. Aber richte permanent doppelten Schaden an. Ja, danke. Aber was müssen wir machen? So über das Gebiet und zünde dann den Sprengstoff. Ich habe den Sprengstoff noch nicht zündet, oder was? Lol. Schon wieder so schwierig sein. Das war's. Du bist in Sicherheit. Ohne uns hätten sie Utkrasch dem Erdboden gleich gemacht. Und nun erledige alles, was du noch zu erledigen hast. Denn danach brauche ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Hey, was wollt jetzt die von uns? Oh, böse Jaks. Böse Jaks. Jetzt erledige alles, was wir noch zu erledigen haben. Nachher werden wir uns nicht mehr können um das Seich kümmern, oder wie? Hey! Das war sicher ein Streifschuss gewesen. Toll. Bin ich das über den Felsen rausgerollt. Gott! Sonst noch Adler. Achtung, Adler! Boing! Habe ich jetzt euch nicht geholfen, Mann? Eben, ich bin nett. Wolltest du mir noch ein Geld geben? Danke. Namaste! Ich danke dir tausendmal. Ja, ich bin aus dem Nichts. Was haben wir denn noch zu erledigen? Vielleicht noch schauen, was wir noch an Waffen können uns zulegen. Woo! Wo steht der nächste Aussenposten? Der da. Einen am Fluss. Ja. Wobei, nachher müssen wir dort runter. Ja, dort fahren wir rein. Hallo, wieso ist das nicht markiert? So, jetzt ist es markiert. Das wäre ja da unten, oder? Boing. Boing. Ah. Alle, das ist schon schlecht. Oh. Use AJ! Use! Zum Glück ist es nicht explodiert, wo wir Dings sind. Ja,
Ja, so Spass muss zwischendurch einfach ein bisschen sein. Auch wenn ihr euch jetzt einen Kopf länger einfindet, das muss auch einfach ein bisschen sein. Achtung, ein Baum! Ich weiss ja, was passiert, wenn man im Baum landet. Tod. Feinschlag, tot. Da hat es noch so eine coole Seilrutsche gehabt. Verpasst. Oh oh, renn. Wir wollen jetzt hier nicht noch mit den Wölfen uns umschlagen. So, da hast du. Patrouille schnell ausgeschaltet. Dort ist noch so ein Kollege, zu dem gehen wir doch gerade noch schnell. Ich habe jetzt dies auch wieder ganz freundlich begrüßt, da bin ich sicher, hier noch Pflänzchen, da brauchen wir weniger Spritzen. Dort ist auch noch gerade eins. Hals, 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 AJ, Hals! Wo ist es? Da! Was hast jetzt du jetzt wegen diesen Wölfen dort unten? Sie sind für nichts, die Wölfe, ich sag dir's. Siehst du? Ein Schüssel, dann sind sie tot. Ah, der brennt da immer noch lichterloh. Ja, finde ich auch. Schön, dass du da bist. Wahnsinn. Ist aber schon teuer, das Zeug. Es ist eben auch schon teuer, das Zeug. Was haben wir denn da noch einzigartige Waffe? Nichts. Die Harpune. Wann habe ich jetzt die Harpunen bekommen? Wann habe ich die Harpunen bekommen? Das habe ich nicht mitbekommen. Kann ich die aus Seitenwaffen mitnehmen? Ah, so schade. Eigentlich müssen wir sie schon mal dabei haben. Ich muss mal sehen, wie die tut. Gib, gib. Ja, ich weiss. Viel zu gut. Hoho, wir haben eine Harpune. Was willst du? Ja, ich würde abhauen, wenn ich die wäre. Warte mal, da testen. Er fliegt einfach durchs Auto durch, hä? Wo sind jetzt meine Harpunenspitzen? Habe ich die auch wieder zurück über? Das wäre auch noch nett. Ah, so ist das mit dieser Harpune. Siehst du, ich habe dir noch das Leben gerettet. Ja, die kommt mir auch zurück. Nein, nicht heute. Hey, Jay. Hey, Jay, nicht heute. Cool, jetzt haben wir noch so eine blöde Harpune. Was willst du? Hau ab. Du Scheissviech, lass den dort in Ruhe, der ist nett. Ja, jetzt kommt man ja da. Noch schnell. Die Kiste leeren gerade. Eigentlich wird die aber schon noch ein anderes Waffel. Scharfschützengewehre finde ich. Sag stark. Das finde ich wirklich gut. Ist das wieder auf dem Dach oben? Und ich wieder nicht durchkomme. Die das immer da oben tut uns. Ist auch nicht da oben. Halli, hallo. Dann ist da unten. Jesus Marie. Ich glaube, ich vergesse die Kiste. Tschüss, Kiste. Was gibt's da noch? Gehen wir doch nochmal in aller Ruhe schnell schauen, was es sonst noch gibt. Weil die Harpune ist ja sicher lustig, aber... Ein bisschen etwas, was noch ein bisschen Krawall macht, wäre auch nicht schlecht. Da ist das Zeug. Was haben wir da? Einzigartiges, eben haben wir schon geguckt. Meine Festungen. Bei den Waffen. Bei der Waffe, bei der Waffe, bei der Waffe.
Data möchte ich eigentlich schon viel lieber dabei haben als Harpunen. Das ist eben wirklich noch ein witziges Ding. Das haben wir jetzt ausgerüstet hier, das SA-50, das ist wirklich cool. Und beim Sturmgewehr-mäßig, das kann man rauchen, aber das Einzigartige, was wir aus der Arena haben, der Bushman, den finde ich auch noch recht lässig. Der ist auch noch recht lässig. Und sonst kann man ja eben leider nichts Schlaues basteln. Das P416 weiss ich nicht. Schlechter als der Bushman. Ja, mit der Reichweite. Gut, die Reichweite könnte man noch. Könnte man also noch pushen, hä? Man hat dafür keinen Schalldämpfer. Habe ich eigentlich noch gerne Schalldämpfer. Das macht noch recht Schaden. Hat aber auch keinen Schalldämpfer. Das Lichtmaschinengewehr. Zweihändig. Auch ohne Schalldämpfer so schade. Das wäre jetzt noch witzig gewesen. Macht zwar fast keinen Schaden, also fast keinen Schaden. Ist auch übertrieben, untertrieben. Ja, und Sam geht. Das macht's. Das. Ja, das wäre vielleicht noch etwas. He. Nein, wir bleiben mit dem, was wir haben und nehmen hier den LK-101 noch mit. Definitiv. Der kommt wieder mit und bei der Seitenwaffe schauen wir schnell. Die da ist. Wirklich. Aber es ist etwa die beste. Oh! Aber Einzelschuss. Jetzt, hä? Die Qual der Wahl. Gibt es da noch etwas Spezielles? Nicht für uns. Wir nehmen die hier mal noch. Kaufen, kaufen, marsch, marsch. Danke. Danke. Jetzt noch ein bisschen Aufsatz drauf. Hat zwar auch keinen Schalldämpfer, aber macht jetzt nicht bei der Pistole. Hallo. Wieso kann ich jetzt da nicht? Was ist jetzt wieder los? Ah. Ich wieder. Das Nachtsicht kommt es noch über. Das erweitertes Magazin. Also. Sie hat auch eine Reihe. Habe ich mich jetzt so verloren? Ah, da kann ich die falsche Waffe haben. So ist richtig. Das Optische ist ein Rohpunkt oder ein Reflex? Das Optische. Nahkampf. Oder machen wir Nahkampf? Und dann weiter zum Magazin. So, jetzt bin ich am richtigen Ort gewesen. Tata, tata. So stimmt das nämlich. Et voilà. So wären wir doch ausgerüstet für die weiteren Missionen. Wie ich am Mittag gesagt habe, wir sollen ja noch erledigen. Was wir zu erledigen haben und dann zu ihr kommen. Und zu ihr gehen wir in der nächsten Folge. Und darum sage ich jetzt danke fürs Zuschauen und danke für den Daumen hoch. Und hey, bis dann. Ciao.